Neujahr ist vielleicht der persönlichste Text, den ich jemals geschrieben habe. Ich habe einen Bruder, der 4 Jahre jünger ist als ich, und ich habe es als Kind erlebt, was es bedeutet, sich von allen guten Geistern verlassen zu fühlen, vielleicht auch verlassen zu sein und dann den bösen Geistern ins Gesicht schauen zu müssen. Als ich vor 2 Jahren den Winter mit meiner Familie auf Lanzarote verbrachte, meine beiden Kinder waren damals im Alter von Bibi und Jonas, also 5 und 2 Jahre alt, bin ich viel mit dem Fahrrad durch die Vulkanlandschaft gefahren. Und eines Tages blickte ich dort auf einen der hohen Bergkämme und ich habe mir eingebildet, ganz da oben winzig klein zwei Kinder stehen zu sehen und die winkten mir zu. Und auf einmal wusste ich, da ist eine Geschichte und ich muss die aufschreiben. Und das ist eine Geschichte, einerseits von der Überforderung der modernen zeitgenössischen Elternpaare, die alles zugleich sein wollen. Tolle Muttis und Vatis, erfolgreiche Berufstätige, gute Freunde mit einem großen Bekanntenkreis, talentierte Freizeitgestalter und die zwischen dieser Multiplizierung von Rollen und Erwartungen schier zerrieben werden. Und es ist andererseits eine Geschichte über Kinder, über ihre tiefe Abhängigkeit, ihr Angewiesensein auf die Eltern, auf deren Fürsorge und Liebe und auch auf die schiere Gegenwart, sodass für sie die Kinder nur ein kleiner Zufall zwischen Paradies und Hölle entscheiden kann. Und es ist ein Text über die Größe und auch die Schrecklichkeit der menschlichen Liebe, die uns auf die höchsten Gipfel der Empfindung, aber auch in die tiefsten Abgründe ziehen kann. Ich habe schon gesagt, Neujahr ist wahrscheinlich mein persönlichster Text, vielleicht ist es auch der spannendste Text, den ich jemals geschrieben habe.